Österreich hat eine ganz besondere historische Verantwortung, wenn es um die Gedenk- und Erinnerungskultur geht. Es gehört dazu, dass wir uns an die Gräueltaten erinnern, damit wir sensibilisieren können für die Geschichte, um daraus eine positive Zukunft zu gestalten. Und das ganz besondere Highlight war die Setzung des ersten Gedenksteins bei der Shoah-Gedenkmauer. Es ist enorm wichtig, dass diese Leute jetzt hier auf der Mauer verewigt wurden. Das heißt, die Namen, deren in den meisten Fällen auch deren Geburtsjahr, ist für alle Zukunft verewigt. Also von vornherein wollte der Herr Kurt Luther eine ovale Form, also die Mauern sollten sich an einer ovalen Form orientieren. Bei diesem Grundstück hatten wir das Glück, dass es noch größer ist als das zuerst geplante oder vorgesehene. Und da war es natürlich so, dass wir das maximal ausnützen wollten und wir sind bei der ovalen Form geblieben. Das ist für mich ein fundamentales Monument hier, nicht für die Vergangenheit, sondern für die Zukunft. Das ist ein Ort, in dem die Menschen lernen können, dass sie nur mit der Internalisierung von Anderheit, einschließlich der Anderheit der Geschichte, gewappnet sind für eine Zukunft der Vielfalt. Ich habe meine Großmutter in Auschwitz verloren. Meine Urgroßmutter wurde in Theresienstadt ermordet. Sie ist höchstwahrscheinlich verhungert oder an Typhus gestorben. Ich habe keine Gräber für diese Menschen. Sie leben in meiner Erinnerung, aber wenn die Menschen, die noch an sie erinnern können, auch nicht mehr sind, muss man Orte der Erinnerung gründen. Ich kann jetzt dort an diese Mauer hingehen und den Namen meiner Großmutter berühren, den Namen meiner Urgroßmutter berühren. Das ist unglaublich berührend. Und das, was wirklich schön ist, ist, dass wir hier in einem bisschen geschützten Raum sind, sodass man auch wirklich gedenken kann. Und trotzdem ist es wirklich inmitten von Wien. Das heißt, wir geben natürlich auch Wien und Österreich dadurch Erinnerung zurück. Und deswegen ist das so heute ein wirklich schöner, schöner Tag. Nur wer sich seiner Geschichte bewusst ist, kann die Zukunft auch positiv gestalten. Ich freue mich sehr, dass wir nach so langer Zeit diese Gedenkstätte Wirklichkeit werden lassen können. Niemals vergessen, das muss unsere Maxime bleiben. Und wir wollen den Opfern zumindest einen Teil ihrer Identität und Würde zurückgeben, indem wir ihre Namen in Stein meißeln, in die Shoah-Namensmauern.